schwieriges Gelände immer langsam machen, wichtig, vorsichtig. Und hier steht jetzt auch so hohes, ne? Ich stehe hier gerade in der Hochstaudenflur, so ein Zeug. Da kann man, wenn man da mal ein bisschen buddelt, Glück haben, dass die teilweise eine nährstoffreiche Wurzel haben, die man dann essen könnte. Ist aber alles schon sehr, sehr abgestorben und mit Sicherheit unterirdisch schon weggefuttert. Ich mache mir da keine großen Hoffnungen. Aha, das ist ein Tierspuren. Ne? Okay, also. Im Übrigen, das hier ist ein Wildwechsel. Ja? Also sollte ich jetzt versuchen wollen, mit einer Falle irgendwas zu erlegen, meinetwegen ein Minischwein, ja? würde ich nicht hinkriegen, dafür fehlt mir das Know-how. Aber zumindest so viel weiß ich, dass wenn man mit irgendwelchen Fallen arbeiten wollte, dann wäre so ein Wildwechsel, hier dieser ausgetretene Pfad, der offensichtlich viel benutzt wird, dieser Wildwechsel, wäre dann durchaus ein Thema, um einen Platz zu haben, wo man so eine Falle aufstellen könnte. Beziehungsweise hier ist natürlich jetzt wieder eine schlechte Stelle, weil hier sind wir gerade mitten in der offenen Landschaft, da sehen Sie natürlich sämtliche Konstruktionen, die man da hinstellt, aber in der Theorie irgendwo weiter da hinten, der Wildwechsel geht ja noch ein Stückchen weiter, wäre dann ein Ort, wo man sinnvollerweise eine Falle errichten würde. So, und jetzt nehmen wir mal an, ich müsste 24 Stunden überleben in einem alle Welt ist tot Szenario und brauche irgendwas zum Salzen meiner Speisen. Bitte sehr, ein Salzleckstein für Wild. Hier primär für Reh. Warum hängt er dann so hoch? Damit das Reh kaum rankommt. Genau deswegen, damit das Reh kaum rankommt. Dann braucht es eine Weile, muss ich hier recken und strecken und tun und machen, um da ein bisschen schlecken zu können. Muss vielleicht eventuell mit den Hufen an den Stock gehen, damit es ein bisschen hochkommt. Und dann hat derjenige, der auf dem Hochsitz da hinten hockt, wunderbare Möglichkeiten, entsprechend das Reh dann auch zu erlegen. Im Übrigen im Survival-Fall. Ja? Angenommen, man hat eine Schusswaffe. Wo geht man am besten jagen? Bei den vorhandenen Jagdeinrichtungen, weil die sind nicht von jetzt auf gleich plötzlich puff und weg. Ne? Es gibt schon Gründe, weshalb Jagdeinrichtungen da stehen, wo sie stehen. Aber selbstverständlich ist das aktuell gerade Wilderei und das machen wir natürlich nicht und denken da bestenfalls theoretisch drüber nach. Übrigens, ein Hochsitz, je nachdem wie der ausgebaut ist, ist selbstverständlich auch ein wunderbarer Ort zum Übernachten, zum mal eine Nacht überstehen, wäre aber, solange Rechts und Gesetz noch gelten, hochgradig illegal. So. Weil man darf Jagdeinrichtungen nicht betreten. So, wie komme ich jetzt am dümmsten ans Wasser, ohne reinzufallen? Ne? Das ist im Grunde nicht weiter dramatisch. Eigentlich sollte ich da problemlos runterkommen. Aber wenn ich mich ja in einem wirklichen Survival-Szenario befinden würde, wäre mein oberstes Ziel eben wieder Safety First. Und deswegen gehe ich nur da runter, wo ich mir absolut sicher bin, dass überhaupt kein Verletzungs- oder ins Wasserfallrisiko besteht, weil beides kann ich jetzt im Winter überhaupt nicht brauchen. Also im Sommer will ich auch nicht verletzt werden, aber ins Wasser fallen wäre nicht so schlimm. Das heißt, ich gehe lieber noch ein paar Schritte, lieber noch ein paar Schritte hier rüber und hier runter, ist auch nicht besser. Ah, guck mal hier. Hier wäre es gut gewesen, bevor dieses Exemplar von dickem Baum umgeplumpst ist. Ja, das hat natürlich hier die Ufersituation maßgeblich beeinträchtigt. Und ich komme hier nicht wirklich runter, weil da wäre ich ja sofort im Wasser. Das heißt, dann wäre da drüben immer noch besser gewesen. Jetzt kann ich entweder da durchkriechen, da habe ich keine Lust, oder doch noch in die andere Richtung. Oder theoretisch wäre auch eine Option die Action-Variante, Anlauf und Springen. Action-Variante, ganz dumme Idee, viel zu hohes Verletzungsrisiko. So, und da ich das jetzt alles erklärt habe, kann ich mir jetzt in Ruhe eine Stelle, wo ich ans Wasser komme, suchen, off Kamera, weil sonst wird es langsam langweilig, ne? Ah, jetzt doch noch mal schnell, Tierspuren, das hier, das war der Fuchs. Der Fuchs scheißt nämlich besonders gerne immer dahin, wo es alle sehen können, schön prädestiniert.
Und damit halt auch ein anderer Fuchs gegebenenfalls feststellt, oh, hier wohnt der so und so, riecht nach so und so, also gehe ich hier nicht weiter, weil mit dem so und so möchte ich mich nicht anlegen. Also ganz klar, weitere Tierspurlosung, sogar mit die beste Spur, die man finden kann. Man könnte auch das Individuum, das die Losung hinterlassen hat, also zumindest wissenschaftlich jetzt feststellen, indem man dann eine DNA-Untersuchung macht. In Kotproben findet man immer noch irgendwelche DNA vom Tier, irgendwelche Darmepithelzellen, die da noch mit drin hängen, und da reicht schon eine, theoretisch. Ja, hervorragend. Was ich hier gefunden habe beim Versuch, hier runterzukommen, ist Lehm, beziehungsweise so lehmiger, toniger Lehm, so irgendwie in die Richtung. Also es geht schon sehr in die tonige Richtung. Und das ist hervorragend, weil, angenommen, ich müsste jetzt längerfristig eben entsprechend überleben, dann hätte ich hiermit hier eine wunderbare Quelle, wo man sich was töpfern könnte tatsächlich. Ja, aus dem Zeug kann man sich erstmal provisorisch eine wasserdichte Schale, ohne das Ding jetzt noch zu brennen, einfach nur mal zusammenmatschen. Das wäre eine halbwegs wasserdichte Schale und man könnte sich hier draus, also ohne jedes technische Hilfsmittel und ohne Werkzeug, weil ich habe ja keins, durchaus ein Behelf zum Wassertransport produzieren. Hatte ich gar nicht erwartet, hier zu finden, ehrlich gesagt. Aber das kann einem dann halt mal so gehen, dass man per Zufall eben entlang von so einem Bach, grundsätzlich immer an so Wänden von so Bächen, ist es eigentlich idealer Punkt, um sowas zu finden, ein bisschen was in der Richtung findet. Ist gar nicht so häufig hier in der Landschaft. Gut, ich bin am Bach angekommen. Wie man sieht, jetzt muss ich schnell noch auf die andere Seite. Oh, gar nicht so einfach. Ja. Oh. Rutsch, rutsch. So, Stiefel wasserdicht, deswegen ist das nicht so dramatisch. Ja, und jetzt hätte ich Durst. Das heißt, ich gruschel mal inzwischen in meiner Tasche, nach meiner Trinktüte. Und mache meine Trinktüte mal ein wenig voll. Geht nur einhändig. Ich sollte übrigens auch, hat auch jemand gemeint, mal einen gebrochenen Arm simulieren. Das tue ich jetzt hiermit, weil der andere Arm hebt die Kamera. So eine Tüte ist jetzt dahingehend auch noch sehr praktisch, dass man mit einer Tüte eine wunderbare Möglichkeit hat, die Klarheit und den Schwebstoffanteil im Wasser zu beurteilen, weil die ist ja durchsichtig. Und jetzt machen wir mal eine komplette Gewässeransprache. Da muss ich das nachher nicht nochmal machen. Also, folgendes. Wir haben hier offenbar ein Fließgewässer. Wir haben hier ein Fließgewässer mit einer ordentlichen Fließgeschwindigkeit. Es ist auch ordentlich breit. Es ist also ein richtiger Bach. Nicht nur irgendwie ein Rinnsal oder sonst wie. Das ist einerseits erstmal gut, weil wir nicht damit rechnen müssen, dass es irgendwo hier größere Ansammlungen von stehendem Wasser gibt, wo sich zum Beispiel Cyanobakterien drin vermehren könnten. So, dann haben wir auch den Nachteil allerdings bei einem so vergleichsweise großen Bach, dass der einen Haufen Zuflüsse haben wird bei dieser Größe. Und das bedeutet wiederum, wir wissen nicht hundertprozentig, können wir nicht wissen, dafür ist er zu groß, wo all das Wasser herkommt, was hier drin ist. Ne? Wir wissen, er kommt aus dem Wald. Was wir nicht wissen, ob der nicht irgendwie dann doch auch noch durch eine Siedlung weiter oben im Wald fließt, ob da nicht noch irgendwie ein Dorf ist oder sonst wie. Wenn wir jetzt in einem Szenario sind, in dem wir unsere Umgebung so weit einschätzen können, dass wir eben doch wissen, ob der noch durch ein Dorf fließt oder nicht, dann sind wir natürlich im Vorteil. Wenn wir das nicht können, müssen wir das Wasser jetzt rein anhand der Wassereigenschaften, die wir hier vorfinden, einschätzen. Und da gehört zu die Trübung und die Färbung. Dieses Wasser hat weder irgendeine Trübung noch irgendeine Färbung. Das ist absolut klar und absolut nicht gefärbt. Das ist eigentlich Optimum. Ja? Was es allerdings hat, das Einzige, was ich hier jetzt erkennen kann, es riecht auch nicht komisch und man kann auch wunderbar auf den Grund sehen. Ja? Hier also im Bach selber, auch da kann man erkennen, auch ohne eine Plastiktüte, dass eine Trübung fast nicht vorhanden ist oder nur eine minimale Trübung. Also jedenfalls nicht so viel, dass man sich da irgendwie Sorgen machen müsste. Aber was es auch gibt, wie gesagt, ist
eine ganz leichte Schaumbildung da hinten an dem Stein zu sehen. Und das wiederum ist nicht ganz optimal und auch hier in dem fließenden Bereich sind so einzelne kleine Schaumpartikelchen unterwegs. Das ist eine sehr dünne Schaumschicht, wie wir sehen können. Es ist eine Schaumschicht, die nach nichts riecht. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Und sie ist weiß. Das ist auch tendenziell... Ja, da tue ich mich schwer mit der Farbe von dem Schaum. Es gibt Leute, die behaupten, eher gelblicher Schaum wäre eher was Gutes, weil der eher auf Natur hinweist. Ein eher weißlicher Schaum weist eher auf Tenside, also Seifenstoffe, zum Beispiel Waschmittel, Pflanzenschutz, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Was man also nicht im Wasser haben möchte hin. Das ist ganz schwierig. Jedenfalls die Menge an Schäumchen, die sich hier bildet, hält sich in Grenzen und der Schaum hängt natürlich auch nur da fest, wo ohnehin wenig Strömung ist. Ja? Also würde ich mich jetzt, wenn ich jetzt wirklich Durst hätte und echt keine Ahnung hätte, wo dieser Bach herkommt, würde ich mich hier auf jeden Fall trauen, davon ein bisschen was zu trinken und mal zu testen, wie ist der Geschmack. Ja? Geruch und Optik sind super, insbesondere in der Tüte. Geschmack müssen wir jetzt feststellen. So. So, Hossa, ihr seht mich kurz Pause machen. Eben war der Akku von der Kamera leer, deswegen weiß ich jetzt nicht genau, wie viel man von meiner Wasserholaktion mitbekommen hat. Unten ist der Bach, ne? Den habt ihr zwischendrin bestimmt noch gesehen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das noch aufgenommen worden ist. Was jetzt hier die Wasseransprache angeht, hatte ich, glaube ich, auch ausreichend dargelegt, dass es sich jetzt hier um Trinkwasser handelt. Ich hoffe, auch das habt ihr gesehen. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen Wasser mitgenommen. Das habt ihr, glaube ich, nämlich nicht mehr gesehen, dass ich mir da noch was abgetütet habe. Und mache jetzt gerade eine kleine Verschnaufpause, gerade 5 Minuten oder was, gleich auch off-Kamera. Gibt es hier noch was Interessantes? Ein paar abgestorbene Bäume. Hier liegt natürlich auch noch ein bisschen geschlagenes Holz rum, auf dem ich hier gerade sitze. Insbesondere da drüben, da liegen richtig schöne Stöcke rum. Man könnte sich da also quasi einen fast schon Instant-Wanderstock mitnehmen. Das ist aber wieder Bereich eigentlich nicht legal. Ne? Also hat sich ja jemand die Mühe gemacht, das Holz da extra zu sammeln. Das hätte man nicht getan, wenn man damit nicht noch irgendwas vorhätte. Und wenn ich mir da jetzt was mitnehme, dann habe ich das streng genommen eigentlich geklaut. Natürlich hätte ich Bock, einfach so einen Wanderstock mitzunehmen, insbesondere wenn ich dafür noch nicht mal was kaputt machen muss, um an den dran zu kommen, noch nicht mal eine lebende Pflanze beschädigen. Aber ne, wegen Legalität ist das auch wieder nicht drin. Ja, wie gesagt, Wasser zum Mitnehmen. Da das jetzt in dem Beutel hier jetzt nicht gerade besonders sicher verstaut ist und insbesondere wenn der Beutel voll ist, oder zumindest ein bisschen voll, ein ernstzunehmendes Risiko besteht, dass er beschädigt wird, werde ich mir den jetzt in ein Seitenfach von meinem Rucksack stecken, in der Hoffnung, dass er da halt eben nicht beschädigt wird. Und man muss dann auch wirklich versuchen, dran zu denken bei der weiteren Fortbewegung. Du hast empfindlichen Wasserbeutel, du hast empfindlichen Wasserbeutel und immer so weiter, damit man halt nicht wie blöd irgendwo durchs Unterholz bricht und sich dann ein Loch in den Wasserbeutel piekt, weil dann hat man keinen Wasserbeutel mehr, jedenfalls keinen ohne ein Loch. Und wenn man nichts dabei hat, um zum Beispiel ein Loch zu kleben, beispielsweise Panzertape oder Sekundenkleber oder sonst irgendwie, mit dem man dann noch was reparieren könnte, ist ein Beutel mit Loch höchst unangenehm. Ha? Jo. Aber wie gesagt, jetzt mache ich ein kleines wenig Pause. So, was wir jetzt noch machen müssen, ist mal gucken, was für Aufgaben ich eigentlich unterwegs zu erledigen habe. Dazu habe ich hier noch so ein kleines Büchlein. Und zwar... Umarme 5 Baumarten. Das habe ich, glaube ich, mehr oder weniger schon erledigt. Oder es habe 4 umarmt und umarme dann halt irgendwann nochmal eine Fichte, weil am dran ist sie ja sowieso. Gut, dann lege eine improvisierte Karte an. Das ist Punkt 2. Ich glaube, ich muss nicht zwingend von meiner kompletten Tour hier jetzt eine improvisierte Karte anlegen, sondern ab einem bestimmten Punkt bis zum Nachtlager bzw. bis zur Feuerstelle. Das würde ich dann versuchen, wirklich ein bisschen kartografisch
festzuhalten. Und ja, ne? Finde drei Tierspuren. Ach so, ja gut, dann habe ich das ja schon abgehakt. Ich hätte gerade noch eine vierte gefunden gehabt da drüben, hätte ich euch gleich noch gezeigt. Aber dann habe ich ja schon drei. Die vierte kann man trotzdem auch schnell mal ansprechen. Bring Frau E. was Schönes mit. Ja, verflucht, stimmt, ja. Ja, das hatte ich ja ganz vergessen. Ob die wohl einen Douglasienzweig schön findet? Ich könnte auch den schönsten Stein im Bach suchen. Ja, das wird, ich glaube, ich weiß, wo ich da hingehe. Das könnte noch ein bisschen interessant werden. Drei Teepflanzen und Tee machen. Gut, ich habe jetzt bisher nur Douglasie. Auch da muss ich mir dann gegebenenfalls noch was einfallen lassen. Aufgabe 6, 10 Kilometer zurücklegen, 5 nützliche Dinge finden und erklären. Glaube ich, erledigt sich von alleine. Dann soll ich keinen Kontakt zu Zombies, Joggern, etc. haben. Hat bisher auch funktioniert, also zumindest seit ich im Wald verschwunden bin. Ne? Waldeingang ging halt einfach nicht anders, wenn man sich da mit dem Auto absetzen lässt. Ja, dann soll ich mir drei Gebote für meinen Waldstaat, nachdem die Zombies alles aufgefressen haben, überlegen. Das ist was für abends. Das war eine Idee von Evelyn, die ihr aber entsprechend gut fandet. Vielleicht nochmal kurz für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, wie kommen diese Aufgaben zustande? Das sind Sachen, die Leute in die Kommentare geschrieben haben, nach Aufforderung von mir. Und ich habe mir die 10 Sachen rausgesucht, die am meisten Daumen hoch gekriegt haben, sofern es dann Einzelaufgaben waren und sofern sie überhaupt machbar sind. Ne? Fliegt zum Mond. Kriege ich nicht hin. Zum Beispiel, hat auch keiner geschrieben, aber nur so in diese Richtung. Und legal, machbar, das war die Voraussetzung. Ne? So, ja, drei Gebote für meinen Waldstaat. Das mache ich, wenn es dunkel ist. Dann soll ich ein Notsignal senden. Da bin ich ehrlich gesagt auch noch ein bisschen überfordert, was ich da tun soll. Und 2 verschiedene Wasserstellen soll ich finden. Gut, ich habe da unten jetzt einmal den Fluss. Weiß ich nicht, ob man den zählen lassen kann. Sonst nehme ich nachher noch mal einen anderen Fluss. Dann sagen wir mal, ein Fluss ist eine halbe Wasserstelle, ja? Weil ein Fluss, Bach finden, ist ja jetzt nicht sonderlich schwierig. Ja, also da jedenfalls. Das sind schon meine zehn Aufgaben. Ne? Relativ perfide ist natürlich, bring VE was Schönes mit. Auch 3 Tierspuren finden. Okay, 3 geht noch. Ich dachte, das wären 5. Dann wäre es gar nicht so einfach gewesen. Und es müssen verschiedene Tiere von mir aus sein. Okay, in dem Fall habe ich erst Wildsau, den Fuchs. Gut, und da drüben ist ein Spechtbaum. wenn das so ist, dann könnte man das auch noch entsprechend erklären. Teepflanzen. Ja, ne, bisher Douglasie. Klar, hier steht auch noch eine Fichte rum, mehrere. Zur Not kann man auch Kieferntee machen, das schmeckt nur nicht. Aber ja, Nadelbäume, bis auf die Eibe, die steht übrigens auch da vorne, zeige ich euch gleich noch. Ist das jetzt auch nicht die große Schwierigkeit? Muss ich mir dann 3-mal Tee kochen oder reicht einmal? Ich könnte ja auch, ach nee, ich kippe einfach alles 3 zusammen. Ja, die improvisierte Karte, da muss ich dann nochmal gucken. Die Baumarten umarmen, wie gesagt, das haben wir gemacht. Ja, das ist ja eigentlich gar nicht besonders schwierig. Ne? Das hätte jetzt schon noch so ein kleines bisschen was. Ich muss nicht mal Zunder suchen. Gut, ich brauche natürlich ein Feuer, um mir meinen Tee zu kochen. Ja? Und ich hatte auch jetzt in der Ausrüstung die Notwendigkeit, ein Kochgefäß dabei zu haben. Also irgendwas, wodrin ich was kochen kann. Sonst wäre das auch schwierig gewesen. Thema Kochgefäß und generell einfach ein Gefäß, in dem man Wasser transportieren kann. Da hinten am Bachufer gibt es ja ein bisschen Lehm. Also ich hätte mir mit unter Zuhilfenahme von sehr, sehr dreckigen Pfoten theoretisch damit irgendwie eine improvisierte Schale zusammenbauen können. Irgendwas relativ Flaches, mit dem man dann geringe Mengen Wasser transportieren kann. Die sind danach dann natürlich nicht besonders sauber,
Ne? Gerade wenn man das Ding nicht gebrannt hat, dann gehen da ja wieder Partikel ab, wenn man Wasser reinmacht. Aber zumindest improvisiert kurzfristig mal über eine geringfügige Strecke ein bisschen Wasser transportieren, wäre damit wahrscheinlich möglich gewesen. Bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das jetzt nicht habe machen müssen. Wäre vielleicht mal was für ein andermal, dass man das dann tatsächlich machen muss. Gut, sonst hätte ich mir noch Holunder suchen können. Ich habe jetzt keinen gefunden. Ich war mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich beim Versuch, runter zum Flussbach zu kommen, noch irgendwo Holunder finde, weil Holunder ist ja innen hohl, hat ja so eine schaumige Markröhre. Da ist so ein Schaumzeug drin. Und wenn man Holunder in, na, ich sag mal, 10 bis 15 cm lange Stückchen schneidet, dann kann man mit einem anderen Ast, der den entsprechenden Durchmesser hat als Werkzeug, das Innere, dieses Schaumzeug einfach rausdrücken und bekommt dann einen 10 bis 15 cm langen hohlen Ast. Der Hohlraum ist nicht groß, aber es ist ein Hohlraum und man kann das fast ohne Werkzeug bewerkstelligen, sowas dann herzustellen. Wenn man jetzt noch irgendwo eine improvisierte Schnur her hat oder Schnur dabei hat, je nachdem, dann könnte man eben mehrere dieser hohlen Holunderstängel, ausgehöhlten Holunderstängel aneinander dran binden und kriegt dann insgesamt einen ganzen Satz Reagenzgläser, in Anführungszeichen, sehr geringvolumige Reagenzgläser. Und wenn man die jetzt natürlich ins Wasser hält, dann fließt da was rein. Und man muss sie ja nicht ganz aushöhlen, sondern kann unten einfach als Stöpsel diese weiße Markröhre noch drin lassen. Dann muss man gar nicht erst ein Holzstöpselchen reindrücken, kann man natürlich auch tun. Aber am einfachsten ist, wenn man einfach die Markröhre unten intakt lässt. Und hätte dann eine Mini-Menge von Wasser, die man mit diesem Gefäß dann transportieren könnte. Also gerade für den Schluck, bevor man zu Bett geht. Sowas in der Größenordnung ist es. Vielleicht ist noch ein Schluck drin, wenn man morgens aufsteht. Und dann muss man auch schon wieder zum Bach und da wieder was nachfüllen. Im Sommer gibt es mehr Möglichkeiten. Da kann man zum Beispiel verschiedene Schilfarten nehmen oder optisch an Schilf erinnernde Pflanzen, sage ich jetzt mal, den japanischen Staudenknöterich, das indische Springkraut, lauter so Sachen, die halt wirklich innen großflächig hohl sind und vergleichsweise viel Volumen bieten, mit denen man dann auch vergleichsweise viel Wasser eben mit dieser mehrere Reagenzgläser aneinanderbind-Methode transportieren könnte. Im Sommer, wohlgemerkt. Ja? Die halten dann ja auch nicht bis zum Winter, weil die relativ schnell dann eben weggegammelt sind. Das ist also eine kurzfristige Lösung. Was heißt im Sommer? Geht natürlich auch noch im Herbst, wenn da noch welche stehen und schon im Frühjahr, wenn dann schon welche stehen, das ist ja leider zu befürchten heutzutage und es ist immer noch nicht besonders Winter hier bei meinem Winter-Survival-Training, aber zumindest die Vegetation ist einigermaßen im Winterzustand. Ja, wir haben kein Laub an den Laubbäumen, wir haben wenig Zeug auf dem Boden, kaum krautige Pflanzen. So gesehen ist es schon irgendwo Winter. Ja, das wäre also höchst schwierig geworden. Was auch noch ein bisschen aufgeschrieben wurde, allerdings nicht besonders beliebt gewesen ist, ein Wasserfilter aus Naturmaterialien bauen. Inzwischen, ich habe das mal zwar vor längerer Zeit mal gemacht, ja, noch relativ am Anfang von meinem Kanal, habe ich mal sowas zusammengepanscht, so ein Ding. Inzwischen bin ich allerdings der Meinung, dass ein Wasserfilter im Grunde für den Eimer ist, auch aus Natur und aus Naturmaterialien erst recht. Also improvisierte Wasserfilter, ganz schwierig. Müsste dann schon im wirklich, wirklich, wirklich großen Maßstab eine richtige Kiste voll Sand sein oder sowas. Eine Kiste voll Sand, eine Kiste mit Schluff, mit vielleicht noch einer Holzkohlefaser drin und so weiter und so fort. Also wirklich eine richtig große Kiste, wo man dann auch Wasser reinkippen kann, ohne dass man Angst haben muss, dass es am Rand vorbeiläuft. Beispiel für diese improvisierten Wasserfilter, die man hin und wieder mal gerne sieht, die auch in verschiedenen Survival-Büchern empfohlen werden und so weiter, das Ding mit der Flasche. Ja, du nimmst eine PET-Flasche, egal wie groß, machst den Boden ab und packst dann der Reihe nach da rein, zum Beispiel Pflanzenmaterial, Holzkohle, toniger Boden, Sägemehl, also alles mögliche Zeug, was halt eine gewisse Filterwirkung haben könnte, was eine poröse Oberfläche bildet, also eine poröse Schicht,
wo das Wasser nur ganz langsam durchdringen kann, wo dann ganz viele wirklich Möglichkeit sehr, sehr kleine Poren drin sind, wo Keime nicht durchpassen, Wasser aber schon. So, und dieses Zeug, da kippt man jetzt eben in diese Flasche ohne Boden dann sein Wasser eben entsprechend rein, ne, auf den fehlenden Boden, und dann läuft das da durch und kommt zum Hals der Flasche unten rausgetropft. Das wäre an sich schon eine Methode, die vielleicht ein bisschen die Keimzahl, die da in dem Wasser drin ist, reduzieren könnte. Nur, das Problem ist, das Filtermaterial, das man vorher da reinbaut in diese Flasche, das ist ja auch schon verkeimt. Ja, das ist ja nicht steril, automatisch. Woher will man denn wissen, ob da nicht sowieso einfach auch Keime drin sind? Das heißt, man müsste vorher das Filtermaterial erstmal abkochen, damit da wenigstens keine Keime drin sind. So, dann ist die Frage, was soll jetzt das Wasser, was wir in diesen Flaschenfilter reinkippen, davon abhalten, einfach am Rand der Flasche entlang, weil so fest kannst du das da gar nicht reinpressen, dass nicht am Rand der Flasche, also Plastik zu Filtermaterial, dieser Übergang, nicht noch genug Platz wäre, dass da ein gewisses Maß an Wasser vorbeiläuft. Und das Dumme ist, der Hauptteil des Wassers wird einfach da am Rand vorbeilaufen, gerade wenn man den Filter so massiv baut, dass der nur so wenig Wasser durchläuft, dass wirklich eine Filterwirkung da wäre, kann man nicht verhindern, dass ein Großteil des Wassers einfach dran vorbeiläuft. Und damit ist das Resultat, was da rauskommt, vielleicht zu 20, 30 oder von mir aus auch zu 50% wirklich durch den Filter gelaufen, und die anderen 50% sind es nicht. Und ein Wasser, das man nicht trinken kann, das nur zu 50% durch einen eh schon schlechten Filter gelaufen ist und die anderen 50% sind es nicht, wird immer noch nicht zu Trinkwasser. Ja? Das ist, dann musst du halt nicht 50 Milliliter davon trinken, sondern 100, bis du krank wirst, aber das hilft dir im Endeffekt auch nicht. Ja? Deswegen, diese improvisierten Wasserfilter, davon halte ich nach längerer Überlegung und nach Jahren, die ich mich jetzt auch mit dem Thema beschäftigt habe, auch wenn ich selber mal so ein Ding gebaut habe in einem Video und ich will das deswegen auch nicht löschen, halte ich die inzwischen für nutzlos. Ja? Noch schlimmer in der Socke, weil dann, wenn du das Wasser in eine Socke kippst und in der Socke diesen ganzen Filterkrempel drin hast, dann hat das Wasser ja nun überhaupt kein Problem, einfach außen durch die nasse Socke zu laufen, die nasse Socke entlang und dann unten runter zu tropfen. Da hat es überhaupt keinen Grund, durch das Filtermaterial zu laufen. Warum sollte es das tun? Also die Sockenmethode, die ist völlig für den Eimer. So, und jetzt habe ich ja gesagt, man bräuchte eine ganze Kiste. Naja, wenn du dir angenommen aus Holzbalken eine Riesenkiste von, sagen wir mal, einem Kubikmeter zusammenbastelst, also Meter mal einen Meter mal einen Meter, und in diese Kiste, die du dir jetzt aus Holzbalken zusammengebastelt hast, da schichtest du meinetwegen unten eine Schicht Holzkohle, eine Schicht Ton oben drauf, noch eine Schicht Sand oben drauf und machst meinetwegen oben noch ein paar Pflänzle drauf, ist völlig egal, darauf kommt es dann nicht mehr drauf an, und kippst da in die Mitte von dieser ganzen Konstruktion, nachdem du vorher die Materialien für die Konstruktion nach Möglichkeit entweder woher genommen hast, wo du dir sicher bist, dass das auf keinen Fall kontaminiert ist, oder du hast es vorher abgekocht, oder du kippst vorher 7000 Liter abgekochtes Wasser durch, geht auch, dann kannst du in die Mitte dieser Kiste von mir aus einen Liter Wasser kippen. Und dieser Liter wird wahrscheinlich eher, als dass er sich zur Seite ausbreitet und am Rand der Kiste runtertropft, tatsächlich komplett in der Kiste versickern, weil die ja so groß ist, und komplett durchwandern und am unteren Ende dann irgendwann raustropfen. Da muss man unten drunter natürlich noch ein Auffangbehältnis haben, und so könnte man sich dann für ein langfristiges Survival-Szenario eventuell einen Wasserfilter bauen, der wirklich auf eine gewisse Art und Weise wirkt. So. Das Dumme ist nur, wenn du da jetzt dauernd kontaminiertes Wasser reinkippst, dann ist irgendwann auch dein Filter kontaminiert. Dann musst du den wieder erneuern. Und das ist eine Heidenarbeit und im Endeffekt für eine Einzelperson gar nicht leistbar. Man muss also, man ist darauf angewiesen, grundsätzlich, wenn man irgendwo überleben möchte, irgendwo zu sein, wo man Zugang zu Trinkwasser hat. Sonst hat man eigentlich keine Chance. Oder man muss wo sein, wo man zumindest Zugang zu Wasser hat, das so gut trinkbar ist, dass man es abgekocht dann problemlos trinken kann. Weil nur abkochen, sofern man jetzt nicht wirklich einen Hochleistungsfilter dabei hat, nur abkochen die eine Möglichkeit ist, die einem draußen zur Verfügung steht, die wirklich effizient ist, um Wasser aufzubereiten. Ja, so. Nur, dass wir das mal drüber gesprochen haben.
Und wenn der Flieger dann weg ist, noch einen Takt zu Feuer machen ohne Hilfsmittel. Nur die Meister der Meister des Feuers können im Winter, wenn es einigermaßen feucht ist draußen, ohne Hilfsmittel wirklich komplett mit improvisierten Methoden ein Feuer ankriegen. Ja? Und auch die haben dann Schwierigkeiten. Also nur die Meister der Meister. Man braucht da meiner Meinung nach ein gewisses Talent, eine gewisse Begabung, einfach die gewissen technischen Fähigkeiten. Feuerbohren ist an sich schon nicht einfach, aber klappt bei manchen, bei vielen Leuten offenbar dann irgendwann mit ihrem Feuerbohrset, dass sie sich irgendwann mal bauen und dann 17 Mal raus in den Wald nehmen und dann klappt's. Es sind schon mal große Unterschiede, ob du mit einem vorgefertigten, daheim gelagerten Feuerbohrset Feuer bohren kannst oder ob du die im Wald direkt bei egal welchem Wetter und welchen Witterungsbedingungen direkt aus dem Wald ein Feuerbohrset zusammenschnitzen kannst und damit erfolgreich Feuer bohren kannst. Ja, es gibt Leute, die das können. Das gibt es. Aber das ist wirklich nur den Vollprofis, den Feuermeistern vorbehalten. So jemand bin ich nicht. Und wenn ich das noch so sehr übe, das wird mir nicht gegönnt sein, das hinzukriegen. Dafür reichen einfach meine technischen Fähigkeiten nicht aus. Und da muss man dann halt irgendwann sich einfach eingestehen, für mich keine Option. Das ist wie wenn jemand beispielsweise eine schwere Krankheit hat, für den ist komplett Survival keine Option. Für den ist 24 Stunden durch den Wald rennen schon keine Option. Man hat halt teilweise naturbedingt Einschränkungen. Ja? Oder man kann ohnehin kaum noch laufen, weil man von mir aus 95 Jahre alt ist. Dann hat man auch naturbedingt automatisch Einschränkungen. Wichtig ist es, dass man dann auch begreift, man hat folgende Einschränkungen und folgendes wird man nicht hinkriegen. Dann muss man halt auch wissen, dass man es dann gar nicht erst versuchen kann, beziehungsweise versuchen braucht. Und bei mir ist es definitiv hoffnungslos, dass ich niemals und schon gar nicht im Winter, vielleicht schaffe ich irgendwann mal Feuerbohren im Sommer mit einem vorgefertigten Brettchen, wenn ich mich da mal wirklich dahinter setze und das unbedingt lernen möchte. Bisher ist der Druck, das unbedingt lernen zu müssen, auch noch nicht hoch genug, aber dann kriege ich vielleicht mal irgendwie Feuerbohren im Sommer mit vorgefertigtem Brettchen hin. Im Winter ohne vorgefertigtes Brettchen habe ich keine Chance. Keine Chance. Und insbesondere, wenn es dann auch noch regnet, dann wirklich so trockenes Holz zu finden, das so trocken irgendwo hinzukriegen, wo du jetzt dein Feuer machen willst und dann noch einen so trockenen Zunder aus dem Hut zu zaubern, dass der wirklich mit Feuerbohren entzündbar ist, das ist wirklich Meisterlevel. Das kann ich nicht, schlicht und ergreifend. Ja? Und das werde ich niemals können. Und das gilt für die allermeisten von uns. Also ich würde das zum Beispiel, um mal einen zu nennen, den man auf YouTube finden kann, dem Stefan von Survival Deutschland zutrauen, dass der auch im Winter sich noch irgendwie ein Feuergeburt bekommt. Der kann gefühlt mit jeder Methode, die irgendwann mal erfunden wurde, ein Feuer ankriegen. Das ist bemerkenswert, wirklich sehr bemerkenswert, aber ich nicht. Ja, so. Einen Punkt vielleicht noch, den ich hier auf meiner, was wir noch ansprechen wollen, Liste habe, Fallen. Ja, wenn ich jetzt in irgendeiner Form eine Falle errichten wollen würde oder zu Survival-Zwecken trainieren wollen würde, eine Falle zu errichten und ich ja gesagt habe, alles soll legal sein, wie ist das dann mit der Falle? Ja, das geht schlicht und ergreifend nicht. Weil wer eine Falle anlegt, scheißegal, ob er die sofort wieder entschärft, ja, oder nur zu Testzwecken baut oder sonst irgendwie, der begeht automatisch Wilderei. Ja. Und es ist völlig egal, wie kurz diese Falle dagestanden hat. Sobald die mal existiert hat, hat man Wilderei begangen. Also das ist schon zu Trainingszwecken illegal. Jetzt kann man natürlich sagen, Kleinscheißerei, ich mache sie ja sofort wieder kaputt, es ist ja kein Schaden entstanden und dann kann ich das doch machen. Im Grunde ja, aber rechtlich gesehen nicht. Also die einzige Möglichkeit, wenn man Fallenjagd trainieren wollen würde, wäre im heimischen Garten. Da darf man das dann tatsächlich. Ja?
und das reicht ja auch meiner Meinung nach. Fallenjagd ist so eine grausame Jagdmethode, so perfide und wirklich schwierig und kann zu extremem Tierleid führen, wenn man das nicht richtig beherrscht und nicht richtig regelmäßig das Ding nachguckt, dass ich da ganz vorsichtig mit wäre. Natürlich ist es eine Survival-Technik, es ist auch eine durchaus sinnvolle Survival-Technik, die je nach Situation echt hilfreich sein könnte, um an Nahrung zu kommen und erheblich erfolgversprechender ist, als wirklich der Meinung zu sein, mit einem Bogen, einem selbstgebastelten Speer oder sonst irgendwie irgendwas erlegen zu können, ohne das vorher wirklich jahrzehntelang geübt zu haben oder zumindest Jahre. Also es ist super, super, super unrealistisch. Das kannst du im Grunde vergessen. Das geht nicht. Ja, selbst mit einem Gewehr, ja, muss man schon wissen, wie man jagt, um erfolgreich jagen zu können. Es reicht also nicht, einfach nur ein Gewehr zu haben. Außer man ist wirklich ein Naturtalent und hat sehr, sehr, sehr viel Glück. Aber dann dürften sich die Stunden, die man ansitzt, um mal was zu erlegen, wirklich ins Bodenlose vergrößern. Trotzdem Fallenjagd, ja, das mag ein bisschen einfacher sein. Man muss aber auch genau wissen, wo man die aufstellt und nicht nur, wie man die aufstellt. Man muss die geruchstechnisch ein bisschen tarnen, dass sie nicht sofort nach Mensch riecht und nach Falle riecht, 100 Meter gegen den Wind und solche Späße. Das ist also wirklich was mit sehr großer Vorsicht zu genießen und ganz ehrlich, ich strebe nicht an, die Kunst des Fallenstellens irgendwann mal zu lernen. Mir ist das einfach viel zu unsympathisch. Diese ganze Survival-Krempel ist für mich ein Hobby letztendlich. Ein Hobby, das vielleicht mal irgendwann zu irgendwas gut sein könnte, was man nicht über jedes Hobby sagen kann. Schach beispielsweise, wobei soll anscheinend auch bei Lebenskrisen und bei Kriegsführung helfen, aber weiß ich nicht. Ja, also es ist sicherlich nicht das nutzloseste Hobby, das man haben kann, aber es bleibt für mich ein Hobby und bestimmte Teilbereiche des Ganzen strebe ich nicht an, weil mir die wirklich gegen den Strich gehen, so ein bisschen ethisch-moralisch. Und dazu gehört auch die Fallenjagd. Ja, also davon abgesehen, dass ich es hier draußen nicht machen darf, weil illegal. Ja, hat noch ein paar andere Punkte zum Ansprechen, das mache ich dann aber später. Jetzt würde ich euch noch schnell mit der Hauptkamera, also das ist die, die jetzt auf dem Stativ steht, die packe ich immer dann aus, wenn ich mal ein bisschen länger hocken bleibe und ein bisschen mehr was erzähle, hier noch ein bisschen rumlaufen und euch noch zwei, drei Details, die ich hier gerade noch entdeckt habe beim Pause machen, zeigen und dann geht es wieder weiter und dann auch wieder mit der Actioncam.